CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen. Ein herzliches Hallo bei meinem Podcast CL Plus. Heute plus Michel Friedmann. Hallo, ich freue mich. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Gerne. Michel Friedmann ist Jurist und Anwalt. Er ist Philosoph. Er ist Medien- und Meinungsmacher, Streitkünstler, Publizist und Journalist und ein guter, sehr persönlicher Freund von mir. Und deshalb ist es eine besondere Ehre und Freude, dass du hier bist. Ich schätze dich nicht nur für deine intellektuellen Impulse, sondern insbesondere dafür, dass du ein Seismograph bist. Das muss ich mal kurz erläutern. Ich glaube, dass du ein Gespür seismografischer Art hast für die Situation in einer Gesellschaft, die Tiefenströmung. Ich erinnere mich vor einigen Jahren an intensive Gespräche, die wir hatten beim Aufkommen der AfD, wo du viel vorhergesehen hast. Auch der kulturell-politische Umgang seinerzeit mit der Krise durch die Fluchtmigration. Und deshalb heute ist meine Einstiegsfrage, wie siehst du Deutschland? Was fühlst du, wenn du in die deutsche Gesellschaft hineinhorchst und spürst? Unsicherheit. Ein Stück auch Orientierungslosigkeit, was und wie Zukunft sein wird. Kurzatmigkeit. Und Restbestände eines Phänomens, das wir seit 30 Jahren gemeinsam erleben, das Club- und Wellness-Gefühl, jedenfalls von 85% der Bevölkerung. Es geht bergauf, jedenfalls geht es gut, jedenfalls geht es gut genug. Und das Do Not Disturb-Schild, das wir uns über Jahrzehnte an die Tür gehängt haben, nach dem Motto, was auch immer in dieser Welt ist, wir lassen uns nicht stören, wir kompensieren das durch Ökonomie oder andere Möglichkeiten, hat ein ganz großes Problem. Die Tür ist weg. Und ich glaube, dass an diesem sehr kalten Luftzug momentan einige sich einen Schnupfen holen, eine Lungenentzündung holen und das parallel dazu in der demokratischen Welt, in der wir uns befinden, diese Erscheinung von Schnupfen bis Lungenentzündung in einigen Ländern ja nun schon regierungsfähig geworden sind. Mit anderen Worten, und das ist auch neu, das 21. Jahrhundert ist geostrategisch und das seit über 20 Jahren in einer völlig neuen Machtkonstellation, in der Deutschland wie auch seit langem keine wirklich große Rolle spielt. China ist angekommen, Russland will nicht verschwinden und die Amerikaner wissen noch nicht so richtig, wie viel Engagement sie vor allen Dingen in diese europäische Idee hineinstecken wollen. Und dieses Niemandsland, dieses Zwischengeschoss ist ebenfalls etwas, was Menschen spüren. Und es fehlen in all diesen Fragen Orientierungen und Antworten, die eben nicht kurzatmig sind. Das Wort der Unsicherheit in dieser Zeitenwende, oder es ist ein Bruch, mehr als nur eine Zeitenwende, es ist eigentlich ein Bruch, eine wirkliche Disruption, das führt zu Unsicherheit. Und du sagst 21. Jahrhundert, man muss möglicherweise jetzt sagen, es ist eine Ordnung auch verloren gegangen. Wir hatten die Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann der Fall des Eisernen Vorhangs, auch das war ja Ordnungsbemühungen und wir sind jetzt irgendwie in etwas Neuem, das sich noch bildet oder man muss hoffen, dass sich irgendeine Form von Ordnung bildet. Meinst du, dass das die Quelle von Unsicherheit ist, dass Menschen das spüren, dass wir in so einem in einer Zwischenphase sind, wo Dinge nicht festgelegt sind? Oder ist die Unsicherheit gespeist eher aus den konkreten Alltagssorgen? Ich würde gerne aufgreifen, was du gerade gesagt hast. In der Tat ist es ein Bruch. Die Zeitenwende ist über 20 Jahre her. Und auch wenn Olaf Scholz dieses Narrativ jetzt gesetzt hat, er kommt zu spät. Und wenn man sich erinnert, gab es mal einen Satz, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Europa wird gerade bestraft. Und die Demokratien werden bestraft. Zweitens, die geostrategischen Veränderungen, die in der Tat das 20. Jahrhundert beendet haben, und das ist die Brücke zu beiden Gedanken, führen zu Alltagssorgen, die die Menschen zur Kenntnis nehmen. Also
die Stabilität, die Demokratie verspricht, Rechtsstaatsversprechen, Freiheit, Gerechtigkeit. Sie sehen das um sich herum. Das muss ja gar nicht Deutschland sein. Aber das sind Länder, die bisher eindeutig demokratisch waren. Wir sehen, was mit Ungarn und Polen stattfindet. Wir merken alle, dass die Destabilisierung, und das war der größte Schock, vor allen Dingen in Amerika mit Trump, einen Höhepunkt bekommen hat. Man kann auch einen Tiefpunkt nennen. Wir sind das Jahrhundert, in dem zum ersten Mal, nachdem die Aufklärung und der Humanismus gewirkt hat, und das war das Ende des 20. Jahrhunderts, es nicht mehr um Wissenschaft, Wissen und Fakten alleine geht, sondern um Fake News und Lügen. Die Desinformation der Menschen verunsichert die Menschen. Die Debattenkultur ist dadurch gestört. Und tatsächlich, diese geostrategischen Fragen, jetzt der Krieg Russland mit der Ukraine, destabilisiert den Alltag der Menschen auch in Deutschland. Die Inflation ist gewachsen, Wohlstand ist in Frage gestellt. Wir haben Krieg in Europa. Wir sind Beteiligte an diesem Krieg. Das ist auch das Ende von Schlaraffenland übrigens. Man dachte in Deutschland, eigentlich ist Krieg, Militär und Ähnliches ein Problem aller anderen, und merkt, nein, ein Land kann sich nicht verteidigen. Auch die Europäische Union kann sich nicht verteidigen. All das sind Fragen, die auf eine Gesellschaft stoßen. Ich rede immer von den 85-90%, die lange mit einem viel zu selbstverständlichen Blick auf ihr Leben geschaut haben. Und das war ein gutes Leben. Und jetzt ist es ein etwas schwereres Leben. Und die Angst, um den Begriff Eimer nur genannt zu haben, ist ja keine Angst, es ist eine Furcht, weil sie konkret geworden ist. Also diese Komplexität, die sich aber am Ende in der Rewe-Kasse sichtbar werden lässt, macht Leute krank, und das ist ja auch dein Thema. Die Inflation soll im Herbst fast 10% oder mehr werden. Die EZB hat Hinterherhinkungsprobleme. Menschen spüren das. Sie haben sich auch schon geärgert, dass sie jahrelang für Gespartes kein Geld mehr bekommen haben. Das alles nimmt die Gewohnheit des 20. Jahrhunderts weg. Und man weiß nicht, was kommt. Also die ökonomischen Themen können wir vielleicht gleich auch noch besprechen. Ich will aber zu diesem Unsicherheits- und Unordnungsgedanken eine Gegenthese mal versuchen. Mit dem Februar und dem Angriff von Russland auf die Ukraine hat sich für mich eins aktualisiert, nämlich der Gedanke einer wirklichen europäischen Union und eines gemeinsamen Verteidigungsbündnisses. Man muss ja überlegen, woher kamen wir in der NATO? Da hat der französische Präsident gesagt, die NATO sei hirntot. Wofür brauchen wir die noch? Trump wollte möglicherweise sogar die USA aus der NATO herausführen. Plötzlich haben wir eine ungeahnte Aktualität, und wir haben zwei uns freundschaftlich verbundene Nationen, die lange zurückhaltend waren, jetzt Mitglieder werden wollen. Und auch in der Europäischen Union, ich will es nicht rosa-rot malen, gibt es auch eine Reihe von Problemen. Du hast jetzt einige Partnerländer genannt, wo schwierige Wahlen anstehen oder hinter ihnen liegen. Wir haben auch einen erschwerten Umgang mit Ungarn, um nur von Ungarn zu sprechen. Aber trotzdem Folgendes. Als ich vor 10 Jahren mal mit Hans-Dietrich Genscher ein Buch gemacht habe, gibt es eine Passage über Europa, und er lobt das europäische Friedens- und Freiheitsprojekt. Und ich weiß noch, wie ich damals naiverweise sagte, aber Herr Genscher, in Europa werden doch nie wieder Panzer fahren. Sie können doch jungen Menschen das Wort Europa nicht näher bringen über Friedens- und Freiheitsprojekt. Wir müssen doch sprechen über Binnenmarkt und Erasmus und Digitalisierung und solche Dinge, die jetzt im Alltag einen Nutzen versprechen. Wie naiv. Jetzt rollen wieder Panzer in Europa, nämlich in der Ukraine. Also kann daraus nicht auch Kraft wachsen, dass durch diese schreckliche äußere Bedrohung und das schreckliche Leid durch den Krieg wir auch wachgeschüttelt worden sind und wieder wissen, was wir an unseren Partnern und Freunden haben, wo wir im Alltag vielleicht manchmal den Grund vergessen haben, warum wir Partner sind.
Erstens, Naivität sei jedem Menschen gegönnt, zur damaligen Zeit auch bestimmt nachvollziehbar. Aber sind wir denn jetzt schon auf dieser Bewusstseinsebene, die in deiner Aussage unterstellt ist? Also wir hätten bereits die Analyse, wir hätten bereits verstanden und wir sind bereits auf dem Weg, aus dem Verstehen heraus Konzepte, Lösungen und Antworten zu entwickeln. Da bin ich ein bisschen skeptischer. Ich glaube, dass in den Gesellschaften, auch in der Bundesrepublik Deutschland, viele dieser Fragen ambivalent behandelt sind, parteipolitisch noch nicht wirklich geordnet sind. Auch dieser 100 Milliarden Schuldentopf, der für die Bundeswehr... Aua, musst du es so sagen, ja. Ja, ich muss es ja sagen, weil wir beide sind ja seriös. Ja. Und seriös bedeutet es nun mal, Schulden zu machen. Ich meine, ich würde auch gerne meine Schulden umbenennen, wie das die Bundesregierung macht, aber es bleibt bei mir jedenfalls, was meine Banken angeht, Schulden und kein Vermögen. Aber das war nur ein Versuch der Präzisierung. Die Handlungen erstens sind noch nicht wirklich auf den Weg und zweitens, so etwas dauert sehr lange. Und die Frage, um die es geht, und da ist ein Stück bei mir Sensibilität sehr wach, nachdem man sowieso schon 20 Jahre zu spät beginnt. Wie viele Jahre hat man eigentlich, um der Geschwindigkeit der Autokraten dann noch irgendwann zu einem Turning Point etwas entgegenzusetzen. Da bin ich momentan sehr skeptisch und sehr nachdenklich. Machen wir uns nichts vor, ohne die Vereinigten Staaten von Amerika ist die Ukraine bereits aufgegeben. Die Anstrengungen, die aus der Europäischen Union kommen, Großbritannien gehört nicht mehr dazu, die strengen sich sehr an, sind jedenfalls im Vergleich zu dem, was sie gebraucht hätten und haben würden und weiter haben werden, zu gering. Und wie weit man national die Möglichkeit entwickelt, gerade in der Geostrategie, neben der Diplomatie, auch diese alte Lehre, die wir ja auch beim NATO-Doppelbeschluss einmal schon zu diskutieren hatten. Nur Stärke kann Stärke kompensieren und zu einer Neutralität der Stärken führen. Wie weit wir das nicht nur als Meinung mehrheitsfähig machen, sondern daraus dann auch eine Realität. Da bin ich etwas zurückhaltender, denn eins ist klar, China ist eindeutig und auch Russland ist eindeutig. Und wir gucken uns natürlich jetzt Russland an, weil es geostrategisch uns betrifft. Aber was mit China an aggressiver, imperialistischer, seit Jahren auch umgesetzt, auch übrigens wirtschaftsimperialistischer Aggression stattfindet, das ist etwas, was wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Und wenn wir dann wieder auch die Komplexität mit wirtschaftlicher Abhängigkeit, mit Import-Export-Fragen kombinieren, merken wir, wir sind momentan die Reaktion und nicht die Aktion. Das kann man aufholen, da bin ich bei dir. Ich bin auch überzeugt, dass es noch genug Zeit gibt, aber sehr viel nicht. Nein, wir müssen handeln. Ich bin überzeugt, dass uns Mögliche tun wir auch. Du hast hier dieses Sonderprogramm. Also im Bundestag spreche ich immer von Sondervermögen, weil das der Begriff der Bundeshaushaltsordnung ist. Also es sind es ist ein Sonderprogramm mit 100 Milliarden Euro Investitionen, für die wir Schulden aufnehmen. Aber das ist ja schon einmal was, wenn man überlegt, dass vor einiger Zeit es in Deutschland noch hieß, Rente statt Rüstung. Also Sozialstaat gegen Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit gestellt worden ist. Und das 2%-Ziel wurde in Frage gestellt. Also da passiert was. Damit verbunden ist für mich aber eine Sensibilität, ich sage nicht Sorge, sondern eine gewisse Sensibilität. Wir tun also jetzt mehr für unsere Landes- und Bündnisverteidigung, schaffen wieder Befähigungen. Das kostet viel Geld. Wir stellen fest, wir haben eine sehr große Abhängigkeit von der Volksrepublik China, ein Staat, der autokratisch respektive autoritär ist. Ich nenne es eine Diktatur. Ich darf es, ich bin nicht Mitglied der Bundesregierung. Ja, ich darf das. Es ist eine Diktatur. Ja, es ist auf gar keinen Fall eine Demokratie. Bei der Rechtsstaatlichkeit sind Fragen angemeldet. Ich möchte ganz kurz unterbrechen. Wir reden nicht mehr über Hongkong.
Also wenn man sich überlegt, was mit Hongkong passiert ist, wo auch internationale Verträge gebrochen worden sind von China. Wir reden nicht von einer kleinen Stadt, wir reden von Hongkong. Dann ist ja dort über chinesische Aggression nichts anderes passiert, und zwar ohne militärische Mittel, nach außen, aber natürlich mit militärischen Mitteln nach innen, was sich Russland erlaubt hat mit der Krim. Es ist völkerrechtswidrig, was sie gemacht haben. Ich will damit nur deutlich machen, wir haben es mit zwei Playern zu tun, die sich entschieden haben, in ihren Gesellschaften, aber auch außerhalb ihrer Gesellschaften, Gewalt als Mittel der Politik national wie international anzuwenden. Das ist für uns, die zivilisierten demokratischen Länder wie wir sie in Europa haben, nicht für Amerika, etwas, worauf wir null auch mental vorbereitet sind. Jein, ich glaube, es findet ein Anpassungsprozess statt. Ich wollte ja gerade ausführen, wir stärken im Sinne des NATO-Doppelbeschlusses, den du genannt hast, vielleicht verstehbar unsere eigenen militärischen Befähigungen. Nicht, weil wir jetzt die deutsche Außenpolitik militarisieren, sondern, wie man zu den Zeiten 80er Jahre sagte, um kämpfen zu können, damit man nicht kämpfen muss, also die Glaubwürdigkeit der Abschreckung. Bei China, Hongkong, aber auch die Menschenrechtsverletzungen in China selbst, Drohungen gegenüber Taiwan, ansonsten international auch repressives Auftreten. Aber ich will auf folgenden Punkt hinaus. Wir sind jetzt dabei, dort zu verstehen, dass China nicht einfach nur ein Handelspartner ist, sondern auch ein systemischer Rivale und auch ein Konkurrent auf der Welt, ein dominanter, dominanzanstrebender Konkurrent. Und darauf stellen wir uns ein, stellt die deutsche Wirtschaft sich ein. Es gibt andere Lieferbeziehungen, es soll woanders produziert werden. Aber auch das hat Auswirkungen auf uns und auf die Art und Weise, wie wir leben, wirtschaften, woher unser Wohlstand kommt. Ich will auf folgenden Punkt also zuspitzen. Wir tun mehr für und müssen mehr tun für unsere Sicherheit. Und auf der anderen Seite müssen wir unser deutsches Geschäftsmodell, unsere Lieferbeziehungen, Handelsbeziehungen verändern. Auch das ist natürlich mindestens in der Umstellungsphase eine Herausforderung für die Prosperität einer Gesellschaft. Du ahnst, worauf ich hinaus will. Ich habe dich ja als meinen Seismographen eingeladen. Ist unsere Gesellschaft darauf vorbereitet, nicht mehr die Friedensdividende, Stichwort Rente statt Rüstung, die Friedensdividende dafür einzusetzen und ja, viele Waren ins wachsende China zu importieren und davon im Inland ebenfalls dann Wachstum zu haben? Sind wir darauf vorbereitet, dass sich diese Dinge grundlegend verändern? Nein. Und das ist etwas, was sich viele im politischen Bereich, wie das sehr überparteilich sagen, aber auch das, was man politische Intellektuelle nennt oder Meinungsmacher nennt, sich teilweise großteils vorzuwerfen haben. Das ist das, was ich mit den 20 verlorenen Jahren meine. Nichts davon ist neu, worüber wir reden. Die meisten kleinen Risse, die großen Wunden sind in den letzten Jahrzehnten sehr deutlich geworden. Die Abhängigkeit, und das ist ja nicht nur eine ökonomische Frage, sondern insgesamt im Leben. Du und ich wissen, wenn du von einer Person, einer Firma, einem Auftraggeber abhängig wirst, dann ist das für deine Zukunft nicht gut. Also man diversifiziert. Wir haben ausschließlich uns orientiert, auch die Wirtschaft ist darauf übrigens nicht vorbereitet gewesen, die ganzen CEOs nicht unbedingt, dass wir Profit in den Mittelpunkt stellen, wogegen ich nichts habe, aber uns gleichzeitig mit Handschellen besetzt haben. Die Bevölkerung ist darauf nicht vorbereitet, weil alle die, die sie vorbereiten hätten können müssen, selbst noch nicht darauf vorbereitet waren. Also nein, und das macht die Arbeit jetzt umso schwerer. Nur weil sie schwerer geworden ist, heißt es nicht, dass man sie deswegen weiterhin nicht macht, sondern es heißt, wir müssen die Zeit aufholen. Und das ist eine sehr anstrengende Arbeit, weil momentan muss man sowieso auf Sicht arbeiten, ob du jetzt der Bäcker bist von Robert Habeck oder ob du eine große Firma hast oder ob du Minister bist. Man fährt auf Sicht und gleichzeitig muss man konzeptionelle, statische Veränderungen im Großen und im Ganzen umsetzen. Das ist eine maximale Anstrengung. Nur
Ich will darauf hinweisen, schon ganz andere Gesellschaften sind zusammengebrochen, wenn sie es nicht konnten. Hm. Es gibt aber keinen Grund, es nicht zu können, weil letztendlich diese Gesellschaft nach wie vor auf einem so hohen, wenn nicht höchsten Niveau das alles lösen könnte. Aber da gibt es dann auch wiederum Fragen, die seit Jahrzehnten nicht gelöst sind. Wir sind eine so furchtbar alte Gesellschaft. Wir haben vielleicht 100 Milliarden, aber wir haben bestimmt nicht genug junge Soldaten und Soldatinnen. Wir haben auch keine Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Handwerk oder aber auch in anderen wichtigen Berufen. Wir haben Jahrzehnte aus ganz unterschiedlichen Motiven Einwanderung nicht gefördert. Wir haben aber auch nicht die Atmosphäre in diesem Land geschaffen, damit Einwanderer hierher kommen wollen. Ich kenne sehr viele indische IT-Leute, die gesagt haben, es muss nicht Deutschland sein. Was ich also damit sagen will, ist, es ist ein in der Tat Umdenken, das von uns allen persönlich wie aber auch als Gesellschaft eine enorme, harte Leistung hervorbringen lassen werden muss oder es wird nicht funktionieren. Und ich will nur ein Wort zu dieser Europäischen Union sagen. Ich glaube übrigens fest daran, wir hätten weder die Finanzkrise geschafft ohne EU. Wir hätten auch letztendlich die Corona-Situation als EU so nicht überstanden. Wir würden diesen Krieg nicht managen können, auch ökonomisch ohne EU. Und doch ist die EU so wie die Eigentümer in Anführungsstrichen sind oder die Shareholders, die Nationen nicht in der Lage, wenn sie als Regierungschefinnen zusammenkommen, die Modernisierung tatsächlich zu betreiben. Da reicht zum Beispiel Ungarn, die jetzt wieder anfangen zu sagen, wir sollen die Sanktionen aufheben. Und das merken die Menschen dann auch. Und dann höre ich permanent im Vorausgeschaffenen, die Menschen werden hier langsam auch diese Frage, ob wir diesen Krieg machen oder nicht, immer weniger unterstützen. All das sind auch Zerbröselungssysteme und das ist eine ernste Diskussion, die wir führen müssen. In einer so labilen Phase haben Populisten und Extremisten eine unglaubliche Chance. Und sie nutzen sie. Genau, und da wollte ich gleich nochmal auch tatsächlich hin zurück. Vorher die kurze Fußnote, dass ich bei der Frage Einwanderung ganz bei dir bin. Liberales Anliegen. Wir brauchen mehr Einwanderung von fleißigen Händen, klugen Köpfen, wo wir fragen, hältst du dich an unsere Regeln und möchtest du hier in unserem Arbeitsmarkt Erfolg haben, dir was aufbauen, können wir froh sein, wenn Menschen kommen. Das ist nicht nur eine Rechtsfrage, wie du zu Recht gesagt hast, sondern auch eine Frage einer Kultur, der Aufnahme. Wir haben noch die Themen Alltagsrassismus und so weiter. Also ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Fußnote Ende. Zurück zu dem Thema, was du jetzt zuletzt angesprochen hast. Wir tun mehr für Sicherheit. Wir müssen unser Geschäftsmodell erneuern. Warum? Weil wir bedroht sind, unser Lebensstil, unsere Werte bedroht werden von autoritären oder diktatorisch regierten Staaten. Es gibt nur einen Unterschied in unseren liberalen Demokratien zu diesen autoritären, diktatorischen Staaten. Bei denen wird nicht gewählt. Das heißt, im Zweifel leidet dort die Bevölkerung, wenn die Führung des Staates das will. Bei uns sind wir darauf ja angewiesen, dass die Menschen bei demokratischen Wahlen regelmäßig sagen, jawohl, für diese liberalen Werte, für die Solidarität mit der Ukraine, für die größere Unabhängigkeit von der Volksrepublik China, sind wir bereit, Erschwernisse, Veränderungen in Kauf zu nehmen? Und das für mich ist die Frage, also der Durchhaltefähigkeit und wie man die Unterstützung für eben genau das. Werte sind langfristig wichtiger. Humanität, Würde, Demokratie, Rechtsstaat, internationale Kooperation, Multilateralismus ist wichtiger als der kurzfristige Erfolg oder die Erleichterung, kriegt man doch wieder
günstiges Gas. Dieser Switch ist aber auch deswegen so schwer, das muss man selbstkritisch analysieren, weil der höchste Wert der letzten Jahrzehnte der materielle Wert war und die anderen Werte als selbstverständlich mitgenommen wurden. Und die Debatten, die wir in den letzten Jahren über Freiheit, Gerechtigkeit und Ähnliches geführt haben, eigentlich eine Softpower waren. Sie waren als Selbstverständliches untermauert und daraufhin war die Frage, wie können wir uns materiell, jeder und jede für sich, ein bisschen steigern, sehr steigern, am meisten steigern. Dieser auch soziale Egoismus und diese Bedeutung, die ich verstehe, also wenn es einem besser geht materiell, kann man sich auch mehr leisten, aber diese doch sehr überdurchschnittliche auch Bedeutung, wer bist du, war die Frage, wie viel hast du? Die Frage war nicht mal mehr, was machst du, sondern wie viel hast du? Hm. Diese seit Jahren und Jahrzehnten getrimmte Haltung ist auch gekoppelt mit dieser Wachstumsversprechensfrage. Und ich bin wirklich das Gegenteil von Dietmar Bartsch. Aber wir müssen auch selbstkritisch analysieren, was war die Erfolgsstory, die wir auch jungen Leuten seit 20, 25 Jahren erzählt haben. Und lernen jetzt in dieser Krise, wir haben vielleicht da gar nicht falsch argumentiert, aber hätten viel intensiver auch die anderen Fragen mindestens so wichtig stellen müssen wie diese Geldfrage. Denn möchte ich wohlhabend sein in einer Diktatur, nein, dann bin ich lieber wenig Verdienender in der Freiheit. Und ich will das mal so formulieren, weil ich über diese ganz Reichen jetzt nicht reden will. Ich möchte auch kein Oligarch sein in einer Diktatur. Wir sehen ja, wie schnell Oligarchen scheinbare Selbstmorde durch das System Putin gemacht haben. Wir sind beide total einer Meinung. Diese Debatten müssen wir wieder verstärken. Ich habe so das Gefühl, dass auch der Grund, warum die Antidemokraten wie die AfD so laut sind, damit zu tun hat, weil die Demokraten oder diejenigen, die sagen, ja, wir glauben an die Demokratie, doch noch immer etwas verfettet und müde sind. Weil der Raum müsste ja ganz laut sein von 80%, 85% zu 15-20%. Dass das nicht der Fall ist, da interessiert mich in dem Fall die AfD sekundär. Beunruhigt mich am meisten, dass die 80-85% nicht wach sind, nicht Lust haben, nicht begründen, warum sie diese Werte wollen. Und das müssen wir neu dynamisieren. Ob wir das können mit Sonntagsreden, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir durch sehr intensiven Reden von Montag bis Samstag durchführen müssen. Dass das glaubwürdig hinterlegt werden muss, dass wir die Partizipationen weiter öffnen, dass wir deutlich machen, dass, und das ist, was du angedeutet hast, wenn ich an etwas glaube und das ja in einem Wahlkampf erzähle und ich an eine Grenze des Kompromisses komme, der Kompromiss ist ein Bestandteil der Demokratie, nur in der Diktatur ist alles oder nichts. Aber der Weg vom Kompromiss zum faulen Kompromiss, der Weg vom Kompromiss bis zum Verlust der Glaubwürdigkeit ist auch nur ein kurzer. Wenn wir den Menschen sagen, ich bin bereit, meine Macht, um es mal mit so einem Wort zu sagen, zu verlieren, weil hier ist der Point of No Return. Wenn solche Dinge klarer werden, wenn nicht versucht wird, etwas zu umtuschen durch Rhetorik oder durch Narrative, wie es Neudeutsch jetzt heißt, die man setzt, sondern offen und klar den Leuten erklärt, in welchem Zustand befinde ich mich, fühle ich mich, was kann ich nicht, wo bin ich gerade auf Glatteis. Wenn man also das alles mehr öffnet und auch mehr einbaut, und das wird wehtun, auch für diejenigen, die Macht haben. Das ist normal, weil es heißt teilen. Wenn wir das nicht schaffen und damit den Sauerstoff in diese Worte hineinbringen, dann werden die Worte verdorren. Und die Frage, das sieht man ja bei den letzten Umfragen, auch der Bertelsmann-Studien, das Verhältnis zu den staatlichen Institutionen ist dramatisch gesunken. Das Verhältnis des Glaubens oder des Vertrauens an die Demokratie ist fast halbe-halbe. Wir können uns das nicht leisten. Also bei allem ist das für mich die größte Bedrohung. Wenn Demokratiewerte in Deutschland oder in welchem Land, in dem ich lebe, nicht mehr gelebt werden wollen, ist es zum Beispiel für mich die Zeit nachzudenken, ich muss da weg aus so einem Land. Da sind wir noch lange nicht. Ich wollte es gerade sagen. Aber ich warne davor, noch 5 Jahre und noch 5 Jahre und noch mal 5 Jahre, dann nähern wir uns solchen
möglichen Situation. Ja, aber die müssen ja, da stimmen wir vermutlich sofort überein, abgewendet werden. Und ich will ja auf die Empfehlung von dir hinaus, auf quasi vorformulierten Text, wie das gelingen kann für diese Werte, für diese Form der Zivilisiertheit zu werben und die Optik scharf zu stellen, wie du das gerade getan hast, dass der oberste und zentralste Wert ist Würde in Freiheit. Und danach kommt dann die Frage von Wohlstand. Achtung, wir reden jetzt nicht über Verelendung und so weiter, sondern ist ja Wohlstand. Wir haben ja 10 Jahre Reallohnsteigerungen gehabt, steigender Lebensstandard und so weiter. Es geht nicht darum, dass man sagt, frei und man lebt in bitterster Armut, sondern eben die Frage Wohlstandszuwachs. Sage ich nur sicherheitshalber, damit niemand das in den falschen Hals bekommt. Wie gelingt es, in dieser Form Leadership zu zeigen, deutlich zu machen, auch wenn es jetzt ökonomisch eine schwierige Zeit ist und Veränderung da ist, wir müssen an diesen Werten festhalten. Gehen wir nicht den einfachen Weg, sondern gehen wir den zivilisierten. Ich will das mal runterbrechen an ein persönliches Beispiel. Ich bin Migrantenkind. Ich bin nach Deutschland gekommen mit einem UN-Flüchtlingspass. Also das ist das Schlimmste, was gab nicht mal mehr einen Staat, der dahinter steht. Ich bin mit 10 Jahren ins deutsche Gymnasium gekommen und konnte kein Wort Deutsch. Meine Muttersprache war Französisch. Ich bin ins Gymnasium gekommen und mein Deutschheft war nur rot. Am Ende hatte ich aber immer irgendwie noch eine 4 bekommen von der Lehrerin, die mich dann irgendwann mal gebeten hat, zu ihr zu kommen und gesagt hat, ich gebe dir Nachhilfeunterricht. Ich hatte Glück. Hätte sie das nicht getan, würden wir heute so nicht beieinander sitzen. Bildungsgerechtigkeit kann keine Glücksfrage sein. Und jetzt kopple ich das mal mit einem Versprechen, das auch FDP-affin ist. Die nächste Generation soll es besser haben. Das ist ein ganz wichtiges Versprechen, das sich erfüllt oder generationell zu tiefen Frustrationen gegenüber, was ist das alles wert? Dem System, führt. Genau, ja. Und auch das kann ich nicht leiden, weil ich war Schulsprecher und das ist viele Jahrzehnte her. Da hatten wir ja auch schon Kinder aus Migrationsländern und auch damals sprachen wir mit den Kultusministern, mit den Direktoren, mit was weiß ich wem und habe gesagt, ihr müsst diese Jugendlichen fördern. Die sind nicht dümmer als wir, aber wenn sie Defizite haben, übrigens auch viele deutsche Kinder, die von zu Hause vernachlässigt sind, haben solche Defizite. Wenn du mich also fragst, wo gibt es einen Bereich, wo jeder Mensch, jede Familie spürt, es passiert etwas, dann ist es dieses Bildungsthema. Und die größte Ungerechtigkeit, alle sozialen Ungerechtigkeiten, ist die Bildungsungerechtigkeit. Ich nehme das so als ein Beispiel, weil ich glaube, dass wir hier auch gleichzeitig Zukunft verlieren, weil wir qualifizierte Arbeitskräfte, also in unserem Interesse sogar, und das ist gar nicht zynisch gemeint, überhaupt nicht in die Lebenslaufbahn bringen. Ich wollte das an so einem kleinen Beispiel, das aber gar nicht klein ist, sondern Lebensfragen sind, exemplifizieren. Und davon gibt es bestimmt noch viele, viele andere, über die wir reden können. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht mehr nachvollziehen, dass wir über digitale Revolutionen reden, die ist schon längst vorbei. Und wir sind immer noch bei der Digitalisierung und immer noch gibt es Schulen, die haben ihre Ausstattung und viel zu viele haben sie nicht. Ich bleibe bei diesem Jugendbereich, weil da gibt es die Eltern, die Großeltern, die Onken, die Tanten. Und es gibt diese Jugendliche, die in 10, 15 Jahren erwachsene, mündige Wähler und Wählerinnen sind. Ein solcher Bereich nur erzählt als Beispiel, um deine Frage zu beantworten. Und wir wissen, dass bei allen Wahlkämpfen in Ländern sowieso Bildung, Bildung, Bildung und dann bleibt alles, wie es ist. Und da es überparteilich ist, kann man das ja mal so in den Raum stellen. Ich bin bei der Bildung sofort bei dir. Tun wir ja auch einiges. Übrigens gerade auch für die Ausbildungsberufe. Eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung.
zum Beispiel, dass die begabten Förderungswerke vor allen Dingen für den Akademikernachwuchs tätig sind, aber nicht für den Bereich der beruflichen Bildung, ist, wenn man das wirklich gleichwertig betrachtet, ein nicht nachvollziehbares Defizit. Das wird behoben. Also bei der Bildung bin ich ganz bei dir. Auch bei dem, was du gesagt hast, generationenübergreifendes Aufstiegsversprechen. Ich tue was, meine Kinder haben es besser. Nicht so einfach in einer bereits sehr wohlhabenden Gesellschaft, dass jetzt die Jüngeren den Wohlstand ihrer Eltern nicht nur halten, sondern sogar noch übertreffen. Ich sage mal, nicht zu einfach. Ja, aber bei 2.000 bis 3.500 netto ist das einfacher. Ja, aber das... Und um die geht es aber das millionenmal. Klar, aber das mittlere Einkommen in Deutschland sind im Jahr 43.000. Also wir sind schon auf einem, ich sage nicht hohen Niveau, aber eben 43.000 mittleres Einkommen. Oha. Aber ich entnehme aus deinem Plädoyer für Bildung, die ich teile, Aufstiegsversprechen, das ich teile, dass es für dich doch einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen Zusammenhalt der Gesellschaft und, ich sage mal, der Leistungsbilanz der Gesellschaft des Systems bei der Verfügbarmachung individueller Chancen, bei technologischen Fragen wie Digitalisierung. Das heißt also, um den Satz von eben aufzugreifen, es reicht nicht am Sonntag das gute Zureden des Bundespräsidenten, damit wir zusammenbleiben, auch gegenüber den autoritären Staaten und Diktaturen, sondern wir müssen auch die Leistungsbilanz dieser Gesellschaft verbessern. Und zwar auch die demokratische. Und bei der Lösung der Probleme der Menschen. Richtig. Und die demokratische gehört ja dazu, denn das ist der Weg. Die Menschen, die uns repräsentieren, nach wie vor im Grundgesetz die Parteien, sind die Verantwortlichen für die politische Debatte. Sie müssen für uns attraktiv genug bleiben. Also mich beunruhigt, dass Parteien wenig Nachwuchs haben. Es stimmt ja nicht, dass die junge Generation entpolitisierter sei als andere. Aber die Attraktivität der Parteien ist deutlich gefallen. Und ohne, dass die Parteien Sauerstoff und Nachwuchs bekommen, wird dieser grundgesetzliche Auftrag langfristig auch nicht durchführbar sein. Wobei bei der FDP und fairerweise muss ich sagen, auch bei den Grünen, haben wir schon sehr viele Junge, auch in der Wählerschaft ja. Die FDP hat ja das beste Ergebnis bei den Jungen gehabt. Da muss ich jetzt mal sagen, wünsche ich mir durchaus auch noch mehr 50 oder 60-Jährige, die sich zum Beispiel bei uns engagieren. Nicht, dass ich die Jungen nicht will, aber weiteres Wachstum würde natürlich entstehen, wenn auch die Älteren. Also ich finde, dass die Jungen vielleicht sogar gerade sehr politisiert sind. Fridays for Future war ja eine politische oder ist eine politische Bewegung, bei der ich manche Übertreibung dann nach links und mangelnde Abgrenzung nach links und auch manche Kaperversuche kritisch sehe vielleicht, aber zumindest war es viele junge Menschen. Ja, aber es ist eine punktuelle Frage. In punktuellen Fragen haben wir immer Bürgerinitiativen gehabt, das ist jetzt eine internationale, ich erinnere mich an Amnesty International, ich erinnere mich an Greenpeace. Das sind so Bewegungen, die natürlich auch reizvoll sind. Weil aber sie, du meinst stetiges Engagement, Kernerarbeit für die Demokratie. Ja. Das Streiten ist unverzichtbar, aber dazu braucht es eine Streitkultur. Und wenn ich heute an den Universitäten mich umschaue, wie diese Üben zum Streiten überhaupt nicht mehr stattfindet, weil die Universitäten verschult worden sind, auch das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Aber wer heute in die Welt geht und keine Streitkultur gelernt hat, landet bei Trump. Und das sind alles sehr elementare Fragen. Es muss Lust machen. Demokratie muss Freude machen. Was macht Freude? Wir diskutieren, wir ringen. Wir sind uns manchmal einig, dann sind wir uns nicht einig. Wir sind uns aber einig, dass wir Argumente bringen müssen. Wer Recht hat, spielt dabei kaum eine Rolle. Aber momentan will jeder nur noch Recht haben. Und wenn du nur Recht haben willst, ist das ein kleiner Schritt wieder ins Diktatorische. Ja. Weil irgendwann ist das Gespräch zu Ende. Aber es gibt auch knallharte Fragen, um die es letztendlich geht. Die Frage, wie sich, weil du die 60-Jährigen angesprochen hast, wie sich deren Zukunftsfragen ergeben. Also
wie weit werde ich, weil ich ja nun Gott sei Dank auch meine Generation die älteste im Durchschnitt werden wird, die je in Deutschland alt geworden ist, wie werde ich behandelt sein? Wie werde ich leben? Die Würde des Menschen, die ist auch für das ganze Leben auszubreiten. Und da gibt es viele Menschen, auch 50-Jährige, schon 40-Jährige, die sagen, meine Rente wird nicht reichen, meine Pflege wird nicht reichen und die wiederum Fantasien entwickeln, dass sie allein gelassen werden. Ich glaube, bei alledem, wo man denn sagt, der Staat soll sich nicht in allem einmischen, aber dort, wo Menschen glauben, sie werden strukturell allein gelassen werden, beginnt der Zerfall der Autorität dessen, was wir uns gegenseitig versprechen. Also auch hier, ich kenne sehr viele Leute, die sind 70 und müssen sich gar keine Sorgen machen, aber sie haben sie, weil sie andere 70-Jährige sehen, in einem Alltagszustand, den man sich nicht wünschen möchte. Und ich glaube, wenn man bei den ganz Jungen, wie ich das eben versucht habe, begonnen habe, und übrigens rede ich da schon von der Kita, aber auch bei den Älteren ankommt, nun sind wir sehr, sehr verwöhnt und dieses Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt, aber wir müssen ja immer darüber reden, der Sockel ist unser Sockel. Und wir können jetzt sagen, in England ist der Sockel furchtbar schlecht, das interessiert die Menschen hier nicht. Aber wir haben ganz bestimmte Fragen, die in der Tat mit der Würde zu tun haben, wo Menschen sagen, das möchte ich so nicht erleben. Und Corona war ja so ein, neben all den tagespolitischen Fragen, als es um die Frage ging, was ist mit Krankenhausplätze, was ist mit Intensivplätze, wie werde ich noch behandelt, wenn ich ein Krebspatient bin. All diese Diskussionen landen ja in der Frage, die existenziellen Momente des Lebens, sind die noch im Griff oder nicht mehr? Dass da Zweifel berechtigt sind, darüber müssen wir nicht streiten. Daran arbeiten ist eine Stärkung von Demokratie. Also ich bin beeindruckt von einem Befund, den wir jetzt rausgearbeitet haben, den ich von dir so nicht zuerst erwartet hätte, den ich aber mitnehme und der auch zugleich ein Appell ist. Ich würde es mal so zusammenfassen. Klar, wir haben diese Werte, Demokratie, Freiheit und so weiter. Aber es wurde jetzt schon deutlich, dass dein Seismograph sagt, die Unterstützung für Demokratie und liberale Werte des Westens ist doch sehr stark fundiert darin, dass wir im Systemwettbewerb für den einzelnen Menschen auch die besseren Ergebnisse haben. Attraktiver sind. Und attraktiver sind, dass wir nicht alleine lassen, dass wir liefern bei Aufstiegsversprechen und so weiter. Christian, wir sind um die Ecke vom Berliner Ensemble. Bertolt Brecht hat schon gesagt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ich hab mich zurückgehalten, genau, das zu und zitieren, aber ich dachte wir daran. Das mal. Jetzt übersetzen wir das mal. Es geht um existenzielle Grundversorgung. Ob das jetzt vom Staat geschieht oder wie auch immer. Solange Menschen das Gefühl haben, dass diese existenzielle Grundversorgung, und das sind die systemischen Themen, die der Staat verspricht, solange die stabil sind, sind alle anderen Fragen Verhandlungssache. Aber die Menschen haben das Gefühl, dieses System, um deinen Begriff zu nehmen, dieses System hält dieses Versprechen. Wenn aber das System dieses Versprechen nicht mehr halten kann oder zu viele Menschen glauben, es sei nicht mehr so, soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatsprinzip, viel zu lange dauern Streitigkeiten, weil die Gerichte unterbesetzt sind. Übrigens, Straftaten gegen die Demokratie brauchen immer noch viel zu lange, weil es denn doch keine Staatsanwälte genug gibt und vom Netz erst gar nicht die Rede. Wenn also an diesen paar statischen Pfeilern dessen, was wir Demokratie nennen, nicht deutlich das hervorgearbeitet wird, dass die Leute sagen, ich verlasse mich drauf, das ist auch ein Fressen. Es ist nicht nur das materielle Fressen. Dann wird die Frage ja, was ist denn der Vorteil dieses Systems, plötzlich verglichen mit einem System wie China, wo ja sogar gutbürgerliche Leute sagen, na gut, es ist eine kapitalistische Diktatur. Aber immerhin kriegen sie schnell Flughäfen gebaut. So. Und solche Fehlschaltungen sollte man sehr ernst nehmen. Weil was sagen die uns letztendlich? Dieses ganze lange Getue und Geredet geht uns auf die Nerven. In Wirklichkeit, guckt euch an, wir brauchen einen Flughafen, wir bekommen einen Flughafen. Hier brauchen wir Jahrzehnte dafür. Also, ich glaube, dass wir
in der Tat auch von unserer Infrastruktur und systemisch auch da überaltet sind. Ich will jetzt nicht mit so banalen Beispielen wie die Deutsche Bahn kommen. Aber wir sind veraltet in der Population, wir sind veraltet in vielen auch industriellen Fragen in der Infrastruktur. Und damit sind wir auch veraltet, und das ist dann doch Demokratie. Wo gibt es völlig verrückte neue Ideen? Und wie können völlig verrückte neue Ideen Realität werden? Und jetzt rede ich gar nicht im politischen Raum nur. Wo sind diese Freiheitsräume? Und das meine ich jetzt nicht im Sinne der FDP nur. Wo sind Freiheitsräume? Wo gibt es genug Dynamik? Und ich rede auch nicht von Start-up und Financial Capital, sondern den Spirit, den es geben müsste. Und wer repräsentiert so ein Spirit? Und wer, der das repräsentiert, erfüllt eigentlich das, was er repräsentiert oder sie? Da waren wir schon mal wacher. Ich glaube, dass deine letzte Bemerkung zugleich Mut machen kann und auch ein Arbeitsprogramm bedeutet. Putins Wette ist ja, dass auch unsere demokratischen Gesellschaften auf Dauer nicht aushalten können, den Wohlstandsverlust, der mit verteuerten Energieimporten zusammenhängt. Das ist ja seine Wette. Der sagt, der Westen ist schwach. Die demokratischen Gesellschaften brauchen auch eine finanzielle Umverteilungsmasse. Die brauchen wirtschaftlichen Fortschritt, sonst bestehen die langfristig im Wettbewerb nicht. Das ist ja seine Wette. Ich glaube, wir haben jetzt rausgearbeitet, eine Gefahr kann bestehen, was die Entwicklung von Populisten angeht. Also ist der Auftrag, wir müssen unsere Werte zugleich auch untermauern durch wirtschaftlichen Erfolg, dass wir genau das erreichen können, Gesellschaften zusammenzuhalten, Chancen zu bieten, Sicherheit zu bieten und so weiter. Das kombiniert mit Debattenkultur. Das ist eine Höchstschwierigkeit. Das mit Debattenkultur. Nur als Liberaler sage ich, und das ist deine Bemerkung von den Freiheitsräumen, wie toll, um die Freiheit als demokratischen Wert zu sichern, braucht man eine wirtschaftliche Grundlage, durchaus auch, im Sinne von Brecht, so habe ich das jetzt von dir aufgenommen. Und gleichzeitig ist das Mittel dafür, wirtschaftliche Dynamik zu erzeugen, nach deiner Analyse zugleich auch wiederum Freiheitsraum. Und Bildung. Damit denn ich muss passiert. Menschen befähigen, das Angebot aufzugreifen. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage der formalen Bildung, sondern auch der informalen Bildung. Wir müssen eine Gesellschaft sein, wo du mit deiner Befähigung auch einen Raum findest, aber wir wissen, dass ohne Befähigung wird der Raum immer enger in dieser Welt. Mhm. Und trotzdem schauen wir zu, dass erstens nicht alle befähigt werden, die es können und brauchen, und zweitens schauen wir zu, dass ein Teil nur oberflächlich befähigt wird. Also ob wir tatsächlich dort, wo das Wort Leistung eine ganz andere Rolle spielen muss, nämlich bei der Elitenleistung derjenigen, die aufgrund ihrer Begabung, Fähigkeiten auch die besten Leistungen umsetzen müssen und dafür wiederum die besten Bedingungen haben müssen. Ob wir da führend genug sind, wage ich zu bezweifeln. Und mir geht es darum, dass eigentlich die Förderung von Begabung bedeutet, jede Begabung muss, wie sie gerade ist, maximal gefördert werden und nicht alle werden maximal gefördert. Aber auch das ist erst möglich, wenn wir uns einig sind, dass wir das überhaupt wollen. Die Bequemlichkeitszeit, um nochmal auf Schlaraffenland zurückzukommen, der Wellness-Spa-Besuch und das ein ganzes Leben lang, war auch immer nur naiv. Aus welchen Gründen auch immer ist es uns geschenkt worden. Oder wir haben es uns geschenkt. Aber das ist endgültig vorbei. Noch einmal, das 20. Jahrhundert ist Vergangenheit. Und im 21. hinken wir in vielen Bereichen äußerst hinterher. Bald sind wir im Rollstuhl. Zeit zu handeln, würde ich da sagen. In der Tat, darauf wollte ich gerade ja noch mal hinaus, bei meinem ersten Versuch des Schlusswort. Das Freiheit als demokratischer Wert, die liberale Demokratie eben im Alltag auch einen Leistungsunterschied gegenüber ihren autoritären Rivalen machen muss. Und dafür brauchen wir mehr Bildung, Individualität, Entfaltung, Freiheit. Also man kann sagen, Freiheit ist das Alpha und Omega zugleich. Und das ist ein großer Auftrag, vor dem wir stehen. Michel Friedmann, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Auf bald. CL Plus.
Der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.